bring me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Don't tell me our youth is running out. It's only just begun. Begun, 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 begun. An ihn da. Okay, 10 habe ich schon. So, deine Checkliste, wie weit ist sie? Da, das können wir jetzt gleich machen. Wo ist Double Check, Checklist? Das habe ich leider nicht mehr drauf bekommen. Checkliste fürs Phantasialand. Du brauchst welche zusammen. Ja. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Du kannst auch die Aufkleber vom Hund abkaufen, der ist gerade da. Hallo, Kenny, ich bin dir drauf. Also, letzter Beitrag. Also, das geht ganz einfach. Und das tust du erst am Montag. Geil, Kirchen, ich wollte geil. Du musst nur einmal das sagen. Ich muss nur einmal Maus und Schokolade zu ihm sagen. Das deswegen mindestens einmal. Aber einschlafen, der schläft dann so einen Traum. Und ich hab sie natürlich bei unserer Aria. Ich würde ihm das nicht sagen. Ein bisschen was umgeschrieben, sondern. Ja. So. Lachers! Oder was meinst du? Ja, ich hab DBC. Dich! Digga! Machen wir hier oben an! Ja, Racing Torch! Racing Torch! Ich hab doch gewusst, dass das mir bekannt vorkommt. Nee, auf los! Ja, Racing Torch! Scheiße! Ich hab dich nämlich schon mal korrigiert mit ein paar... Auf Sunshine, dachte mich so, hä? Verdammt, kann ich nicht lesen, dachte ich erstmal so. Wo habe ich denn Sunshine geschrieben? Bei der ersten Show, wo erstes Mal Sunshine vor. Also, da kommt irgendwo Sunshine vor. Ja, wenn wir das zu Hause sind, dann zeige ich es dir. Ich find's klasse! Ich liebe euch alle. Oh nein, kennst du das, Boys? Ich will mir ganz, der Mitarbeiter sagen, wir sind die mit dem Disco-Auto. Ja, genau. Haben wir gerade festgestellt, ich brülle doch meine Telefonnummer um. Ich will mich anrufen, nicht vor 12 Uhr mittags. Moment,
Scheiße, wir haben meine Nummer nochmal. Alle schnell Handys raus. Nein, habe ich nicht, aber ich kann die abrufen. So. Alle ihre Handys in der Hand oder was noch schreiben oder sonstiges. Ja. Okay. Ist mir egal, greifen wir jetzt mir lieber, weil dann ist scheiße. Jetzt gehören eure Handys hier. Ja, genau. Nein, greifen wir jetzt schön. Du hast die Macht, geht auch. Was macht ihr da? Oh yeah. Das ist schön. Alle wollen dich. Bär, komm, ja. Alle wollen dich. Wir lieben dich. Mach das nochmal. Nee, ich dachte eben noch der Discord-Tanz. Discord-Tanz? Ja. Achso. Er wütet am Start. Ich kann nur mal die Jacke. Okay. Keine Ahnung. Ja. Ja, das ist auch? Du ein Sex-3, hast du gehört? Du ein Sex-3. Ich mag Sex, ja. Ja, den mögen wir alle. Die passen zusammen. Ich bin dabei vorgeklaufen. Da, okay. Jo. Ein Bonus. Brace yourself. Blazing Torch is coming. Wir haben den vollsten SMS mit Namen, weil dann weiß ich, wo ich abspeichern kann. Danke so. Blazing Torch ist... Doktor. Also könnt ihr mich zwar was? Auch, aber das hilft mir nicht. Was bist du? Schleierfrei? Dann weiß ich, ist eine Pfeife. Ach so. Pfeife. Das ist frei. Guten Morgen. Das ist Pfeife. Hast du das Auto auf, Julian? Hey. Aber ich habe heute Blazing, tut mir leid, aber er hat gesagt, wir sollen dich meiden. Also weiche von mir, weiche, weiche. Die sammeln nur SMS, um ein kostenloses Abo zu bekommen. Also, warte, um 5, wenn am 5 nach 10 nicht hier ist, geh mal rein. Ja, dann ist eine halbe Stunde rum. Ich bin da sehr genau. Eine Stunde, mein Handy lädt sich gerade vor Tode. Jetzt mein Klingelton. Yay. Das Tolle ist, bei einem Wecker werde ich nicht wach, aber wenn mein Handy yay macht. You rock! So, Moment. Sehenswert, also mehr ansehenswert so in dem Sinne. Warum kritisierst du ihn so? Ich kritisiere ihn nicht, ich spiegel nur das wieder. Du spielst nur Fakten vor. Ich kritisiere nur das wieder, was du jetzt halt so ganz nebenbei so ausgedrückt hast mit deinem Satz. Du hast ihn dir ein bisschen anders vorgestellt. Du bist ein Philosophist oder wie man das nennt. Nein, ich bin kein Philosophist. Und hör auf mir ständig das zu machen. Ich kann dich fragen, hast du Kleber? Nee, hab ich nicht. Naturkleber? Ich hab keinen Kleber, ich hab keinen Naturkleber, ich hab keinen künstlichen Kleber. Er hat was anderes. Ich merke einfach mal, dass das. Na und wie fühlst du dich? Jetzt im Moment ja. Fühle ich mich ziemlich gut. Das ist schön. Das ist super. Immer größer, es kommen immer mehr Brownies. Irgendwann hast du aus einem Treffen, wo du 10 oder 20 Leute erwartest, hat es plötzlich 44 Leute dann hier stehen. Puente? So habe ich auch nicht gerechnet, ey. Puente! Puente! Lange Rede, kurzer Sinn, stellst du einmal eine Idee ins Forum, melden sich sofort nach Kunden. Wo ist die Pointe? Such sie selber! Cool. Ich kenne dich. Du kennst mich? Das kommt mir bekannt vor, das Gesicht. Nein, nein, das nö, jetzt nicht mehr. Pinky React. Hi! Random, Pinky, okay, irgendwas passiert da. Ich weiß nicht was, aber es ist interessant. Tötet sie alle! Okay, wir sind schon mal 10. Mindestens. Moment mal. Ah, jetzt fällt es rein. Wir gehen rein! Ich würde sagen, ich dachte, wir haben jetzt, aber kurz nach 10 gehen wir rein. Ja! Das ist mal eine Konkubine. Was sagen so? Hurra! Da waren geht's, oder? Wir sind jetzt gerade so viele. Wann würdet ihr gerne Mittagessen? Jetzt! Ja, später, nicht jetzt. Ist das nicht um 1? Okay, dann später jetzt! Zwischen 1 und 2 würde es am besten wahrscheinlich passen. Ja, zwischen 1 und 2, das ist super treffend. Du kannst nicht leiden, wenn du. Ich muss aber lachen bei sowas. Ja. Und einer von alle. Nickname? Flutterflake. Seit wann bist du ein Brownie? 3 Jahre. 3 Jahre? Ah, weniger. Seitdem es angefangen hat? Anderthalb. Okay, und wie bist du drauf gekommen? 4chan. 4chan.
Und who's best pony? Twilight Sparkle. Definitiv. Fanclub. Es stinkt vor dir. Er hat gerade eine geile Frage gestellt, die ich dann wie mehrfach Leuten auch mal fragen soll. Komisch. Alle haben sich immer mal gewehrt, aber die Show, die fängt so an zu gucken und du hörst dich auf. Diese Show ist einfach extrem geil. Also so wie in Deutschland zum Beispiel. Das war damals besser. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat er deine Gesicht gehabt. Dir, wo hast du denn so viel Zucker her? Wo hast du so viel Zucker her? Er nimmt sich gleich ein. Ich hab auch schon einen. Wo hast du das? Metro. Und jetzt. Machen wir mal eine Ansage. Es gibt einen Leute mit einem kleinen Michi als Schneewittchen. Und mit einem Schneewittchen. Weil ich bin gar nicht als Pferde. Und ich gar nicht klein. Und dann macht ein Mädchen nochmal nach, das andere ist Pony. Was ist denn los? Jetzt fangen wir an zu sehen, komm. Ein Apfel? Einfach mit machen. Okay, langsam habe ich keine Kraft mehr dafür. Ich will das auch noch. Wenn wir uns noch keine Pony denken. Naja. Stört euch nicht, dass ich filme, oder? Nein. Cool. Das war jetzt könnt ihr vielleicht. Oh. Bin mal gespannt. Nach meiner Theorie wird gleich was passieren. Ja, sicher, das dreht sich ganz schnell, ne? Guckt euch das doch mal an. Oh nein! Scheiße! Hasta la vista! Oh, fuck! Das war doch ein! Ey, hier ist doch alles voller Wasser! Komplett durchschnitten! Hier ist alles voller Wasser! Schöne Theorie! Wahnsinn! Hey! Ich hab doch nur gesagt! Ich bin komplett durchschnitten! Das mit X war wohl nix! Naja, Jerry! Okay, lass das machen! Ich nicht! Hasta la vista! Whee! Boah, das hat gesetzt, ey! Hey! Wo ist das Wasser? Oh, ich will mein Geld zurück! Komplett nass! Los, mach sie nass! Mach sie nass! Mach sie nass! Halt sie auf! Wow, wow, jetzt geht's da weiter! Achtung! Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Das war nicht euer Ernst! Und weiter geht's! Wieso kommt da noch eine Schwelle, Mann? Es hat aber gesetzt, ich hab's schon gesehen! Bam! Und da kommt noch was!